Area 51. Nein. Aria finde ich aber irgendwie schöner. Ich sag Aria. Fräulein. Okay, Aria tut uns gerade noch nichts. Aber auch wir haben einen sehr gruseligen Schatten. Okay, sie hat die Tür zugemacht. Electric Room. Es ist schwierig, zu wissen, welcher Raum das denn ist. That's right. You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. Tja, dann bin ich ja geschützt. Dann Storeroom. Okay, zum Glück steht das da auch nochmal auf Englisch. Electric Room. Das heißt, Aria ist wahrscheinlich hier auch irgendwo. Süße. Ich freunde mich jetzt mit ihr an. Dann brauchen wir nämlich gar keine Angst zu haben, ja? So, guck mal. Hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Kann ich den denn nehmen? Ich hoffe, ich kann den nehmen. Oh, das ist ja süß. Master Key. Yay. Habe ich den genommen? Ja, das ist doch eine super Sache. Es ist immer sehr schön, in Horrorspielen Fusen zu suchen. Blöde kleine Fusen. Okay. Aria. Tu mir mal einen Gefallen. Bitte erschreck mich mal gerade nicht. Ich muss nämlich hier jetzt gerade echt, ich muss was suchen. Und da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Und wenn ich konzentriert bin und du jumpst da gerade aus irgendeiner Ecke, das ist echt uncool. Okay, Aria. Warum hörst du denn nicht? So. Okay, eine Zeitung, a newspaper article saying, Dr. Pinji Watanavorawat, Generaldirektor of the Department of Health Service Support, released a statement that Napavan Hospital has to close down temporarily. The reason was the increase of reports saying that the sections of the hospital were closed, electricity had been turned off in a few rooms. The hospital, ich übersetze es gleich, the hospital was understaffed and the emergency room was not reaching required health standards. This all combined with the numerous complaints about Hygiene problems has led to the decision to close the hospital. Also, das Krankenhaus hatte Probleme mit dem Strom, es hatte Probleme mit der Hygiene, es konnte die Standards nicht aufrechterhalten. Der Strom ist mal an, mal ausgegangen in ein paar Räumen. Ich guck noch. Das sind nur einige der Beschwerden, die es gab. Und das ist halt der Hauptgrund, wieso das Krankenhaus komplett dicht machen musste. Angeblich. Nicht aufstoßen, hoppala. Ich kann hier keine verfluchten Fusen finden. Boah, Steuerung? Furchtbar. Also muss man halt auch sagen, also die Steuerung ist hier gerade echt schrecklich. Storeroom. Yay! Toiletten. Ah, super. Yay, eine Fuß auf Tattoo. Boah. Die Sache ist, ich habe die Maus ja schon sehr schnell eingestellt.
Der Text des Dokumentes ist schwer zu lesen. Er sagt irgendetwas über den, über die Schließung, vor allem diese temporäre Schließung des des Hotels, des Krankenhauses. Ah, wieso bin ich so verwirrt? Das ist übrigens die, es gibt wirklich zwei Anzeichen dafür, dass ich nervös bin. Das weiß ich auch selber. Entweder ich fange an zu singen und bin super albern, oder ich bin da gerade in so ein. Es ist gerade so ein bisschen, als wäre ich auf Standby. Weil ich gerade echt so scheiße nervös bin. Okay, warte. Was ist das da hinten? Da ist noch eine Fuse. Da hinten war gerade auch noch was. Ja, das ist. Doch, das ist eine. Die sagt einfach nur. Die sagt mir also, okay, das hast du richtig gemacht. Super. Ich liebe dich auch. Okay, da kommen wir noch gar nicht rein, oder? Oder? Nope, da kommen wir noch gar nicht rein. Okay. Auf zum Elektrikraum! Ich gehe die Elektrizität anmachen. Ich bin hier alleine. Mit Fuß. Mit Fusen kenne ich mich aus. Storeroom, waren wir gerade drin? Okay. Es gibt einige Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne, aber Fusen, mit denen kenne ich mich aus. Ich lasse das an. Desto heller, desto besser. Ich habe gesagt, ich lasse es an. Drücke nicht E. F. Was ist das? Oh, von Rama. Cool. Von der Margarine. Everything seemed normal during today's patrol. However, I saw Jit near the old building again. Alles sieht normal aus heute. Wie auch immer, ich habe Jit. Ich habe Jit. Ist das ein Name? Ich weiß es gar nicht. Ist schon ein Name. Ich habe Jit in der Nähe des alten Gebäudes gesehen. Wieder. Ich glaube, er versteckt irgendwas dort. Ich war mir sicher, er hat irgendetwas gehalten, aber ich weiß nicht genau was. Rama. Jit. Ter. Da will man immer einfach noch ein TER hin. Ich kann nicht reden. Ja, komm, da kommt doch jetzt gleich wieder so ein blöder Schreckmoment. Zeig mir ihn. Zeig ihn mir! Hallo? Game saved. Ach so! Oh! Oh, ich dachte gerade schon, was ist da? Oh Mann, hier ist so viel Platz, das gefällt mir nicht. Und es erinnert mich schon wieder so sehr an Nightmare. An Nightmare House 2. Ich hoffe nur, dass es nicht so aggressiv ist. Hallo? Sondern eher die Story, das ist, was im Vordergrund steht. So ein bisschen. Ein Zeitungsartikel, der besagt: Ingenieur killed by a single shot in the head found. Ein Ingenieur wurde in den Kopf geschossen und wurde getötet und wurde in einem verlassenen Taxi aufgefunden. Warum die. Okay. Wir müssen, also ich werde natürlich mehrere Aufnahmesessions brauchen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Aber ich versuche das immer trotzdem irgendwie. Ich versuche das zeitnah zu machen, damit ich mir halt nicht reden, damit ich mir solche Informationen halt merken kann. Ach ja, Horrorspiele und ich, das geht eigentlich immer. Wieso ist das heute so? Wieso bin ich heute so blöd? Okay, die Tür ist da hinten. Ich soll sowieso erstmal alles hier untersuchen. Wenn ich so verlassene, zum Beispiel hier so eine verlassene Krankenhaushalle sehe, dann frage ich mich meistens auch, wie sah das hier wohl aus? Ist es hier alles noch im Betrieb? Ah, da ist wieder was Schickes. Muss ich dann aber hier rein.
Ja, wieder eine Akte. Ich habe Jit heute schon wieder gesehen, aber jemand war bei ihm. Es sah aus, als würden sie irgendetwas tauschen. Ich frage mich, was es war. Es war so auffällig, dass ich es meinem Chef erzählt habe. Ich glaube, ich muss einfach nur warten. Ich muss einfach nur abwarten und das beobachten. Du alte Quatschbirne. Mann. Wir waren Freundinnen. Ich suche hier Informationen, aber nein. Ich weiß nicht, du könntest mir das eigentlich sagen. Du könntest mir eigentlich helfen, aber nein. Ich muss selber gucken. So. Okay, wir haben wieder... Wir haben wieder ein Dokument gefunden über die Gründe, die wahrscheinlich wahren Gründe, wieso das Krankenhaus geschlossen wurde. Das... Was mich gerade wundert ist, es ist fast unmöglich, da überhaupt was drin zu lesen, weil es schon so alt ist. Das Krankenhaus ist also schon länger geschlossen. Das klang aber in der Erzählung gerade nicht so. Und es sieht auch nicht, es sieht schon verfallen aus, natürlich, aber jetzt nicht so verfallen. Und hier kann ich leider nicht durch. Gut. Du alte Bumsbirne, du bist mir ja eine Murmel, Bumsbirne. Ich telefoniere nach Hause. Okay, tschüss. Was war das? Gut. Warte mal. Oh Gott, wieso bin ich gerade so entspannt? Das ist der schlechteste Zeitpunkt dafür. Gut. Da waren wir drin. So, Informationen haben wir bekommen. Weiter geht die wilde Fahrt. Marissa. Ja? Wo bist du? Hilfst du mir? Oder bist du weiterhin so... gruselig. Hast du das Licht da angemacht? Dankeschön. Dankeschön. Was haben wir hier? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsausschnitt. Nachdem das Napawan Krankenhaus dazu gezwungen wurde zu schließen. Warte mal. Downfall. All the patients were moved to the... Okay, alle Patienten, da gab es ein neues Problem. Alle Patienten wurden zum Nachbarkrankenhaus transferiert. Und einer der Patienten wird vermisst. A woman has come forward stating that her husband... Okay, eine Frau hat gesagt, dass ihr Ehemann nicht mit transferiert wurde, also er wird vermisst. Aber er stand auch auf keiner der Listen. Wenn irgendjemand Informationen dazu hat, dann soll er sich bitte bei der Polizei melden. Okay, was ist denn hier los? Was ist... Und das gefällt mir gerade. Also erstmal, dass wir da hinten wieder unser Fräulein sehen. Und dann, dass die Geschichte dann doch mal recht interessant ist eigentlich. Hey! Warte eine Sekunde, ja? Okay, da kann ich nicht. Okay. Lauf los. Komm, ich kenne solche Spiele. Aber da kann... Soll ich nicht... Soll ich daher? Ach, komm. Ja, es geht. Aria, why do you keep running away? Toll, Aria. Die Sache ist, du hättest mir das auch echt sagen können. Dann hätte ich nicht nochmal geguckt, ob die Tür aufgeht. So, ich bin da. Ich bin bei dir. Ach, du willst... Guck mal! Eigentlich... Okay, ich bin zufrieden. Die hilft uns. Das heißt, die wird mich doch nicht erschrecken, oder? I have this hatred inside me. It's growing stronger each day.
I think it started to affect my daily life. People are starting to look at me on the street. I'm so lonely. Would you like to trade places with me? Aria. Ich habe diesen Hass in mir. Er wird stärker von Tag zu Tag. Ich glaube, oder ich bemerke, dass es mich in mein, das ist mein Tagesablauf, dass sich mein Tagesablauf mischt. Oh Gott, ich bin, oh, Entschuldigung, ich versuche das gerade noch. Nee, tut mir leid, wirklich. Ich merke, dass es mein Tagesablauf beeinflusst. Leute fangen an, mich seltsam anzusehen, wenn ich auf der Straße bin. Ich fühle mich so allein. Möchtest du mit mir tauschen? War sie depressiv? War sie depressiv oder... Okay, das passt gerade auf sehr viele Krankheitsbilder, aber komm. Ja, dankeschön. Ich wusste es doch. Die Tür war sehr auffällig. Ich konnte schon mal viel flüssiger übersetzen. Ich weiß nicht, wieso es im Moment so daran hapert. Ich glaube, sie ist die Einzige, die nett zu uns ist. Kerzen und eine lachende Männerstimme. Kerzen auf dem PC, weißt du? Du bist doch ein Idiot. Wo bist du? Idiot? Eine kürzlich verheiratete Frau gibt zu, dass sie ihren vorherigen Freund getötet hat, weil er sie nicht heiraten wollte. Was ist denn hier los? Wie hängt das denn alles... Oh, okay, das Lachen finde ich nicht so geil. Ria, kannst du mir helfen? I have to kill them all before I can start the ritual. Wer ist er? Was machst du denn da? Mach das mal nicht. Wer bist du denn? Gott, zieh dir mal was an. Hat der unten auch nichts an? Doch. Tja. Soll er mal machen, aber soll ich mal da rauslassen? Oh. Ja, ich drücke das. Ne? Hey, mach auf! Oh Scheiße. Oh, das kommt immer viel zu spät. Oh Gott, der hat ein Messer. Das heißt, der wird hier reinstechen.